Ich habe keine Lust, mich nicht zu hassen. Keine Lust, mich anzufassen. Ich hätte Lust zu mordanieren. Ich hab keine Lust, es zu probieren. Ich hätte Lust, mich auszuziehen. Hab keine Lust, mich nackt zu sehen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust auf Schnee. Also für die komplette Maskenzeit haben halt der Kill 3 Stunden angesetzt. Und bei den anderen Jungs eben 2 Stunden. Und mit dem Heißschaum, den wir jetzt hier verwenden, ist es eigentlich relativ robust. Also man kann wirklich eine ganze Menge damit machen. Alles klar? Moinchen, hi. Ja. Ich will ja nicht auf den Schlamm hauen, aber eigentlich ist die Idee von mir. Und die ist jetzt schon so alt, wie die Platte alt ist, unser neues Album. Und mein Traum war es, das als erste Single zu machen. Aber das hat leider nicht geklappt, das hat sich nicht durchgesetzt. Als Amstein nach 3 Jahren Pause kommt zurück, mit völlig verfettet, mit dem Song Ich hab keine Lust. Normalerweise wollen die Bands ja schön aussehen. Sportlich und attraktiv, und wir machen genau das Gegenteil. Wir sind alt und hässlich und fett. Riesenteam von Maskenbildnern. Ich glaube, wir sind heute 12 Maskenbildner. Die Sache ist, und die sind seit einem Monat dabei beschäftigt, um dieses Outfit herzustellen. Dass die Maske die Mimik mitmacht, finde ich am verrücktesten. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich mir die anderen so angucke. geht noch. Was? Und das Essen fällt mir ach so schwer. Weh mir weh. Und der Magen. Und mit dem Weiber klappt's auch nicht mehr. Ne. Ja, jetzt. Es kommt. Ich meine, wir müssen erstmal mit den Armen durch. Dann wir müssen erstmal noch die Beine hier ziehen. Ziehst du es mal ein bisschen hier auf die Schulter? Ja, so. Okay. So ist prima, ja. Ja, erstmal hier durch, oben, bei hier strafft, ja da, genau. Jawohl. Also, prima. Wie siehst du denn mit dem blanken Neid? Ich will auch so dick sein. Flag ist der Punk eigentlich für mich in der Band, so, ne? Der ist immer gegen Strom. So, wenn Flake keine Lust hat, hat er keine Lust. Und der hat zu gar nichts Lust. Und deswegen tritt er auch erst später auf im Video, weil er noch nicht mal Lust hat mitzuspielen am Anfang. Er hat keine Lust zu gehen, er hat keine Lust zu essen, deswegen ist er der Einzige, der dünn ist. Alle anderen sind dick, ja. Der hat auf gar nichts Lust. Vorsicht. Alles klar. Ausgeparkt und losgefahren. Tadellos. Eine Pirouette. Fährt sich gut, also ist völlig sichere Sache. In dem Bart irgendwie. Machst du echt? Guck da mal.
Also ich würde gerne so in Snowboard-Urlaub fahren und dann die Piste so runterfahren. Also was in der Richtung. Weil es ist eben so irreal, so fett auszusehen und trotzdem so beweglich zu sein. Und das ist vielleicht auch für den Außenstehenden lustig dann, komisch. Und das Hemd muss halt auch hier jetzt richtig gut reinlassen. Man sieht diese Falten. Mhm. Können sich dann gewöhnen, jeden Tag so angezogen werden. Ich glaube, irgendwann nervt es doch, oder? Im Grunde genommen haben wir uns überlegt, nach all den Jahren, weißt du, ist man gesättigt von allen Sinnen. Das heißt, man hat was gebracht, man hat Geld, man hat zu viel. Man hat einfach keine Lust mehr zu nichts. Und das ist eigentlich die Idee. Man kommt letztendlich wieder zurück zu einem Punkt, wo man eigentlich angefangen hat. Das heißt, man will wieder Musik machen, man will einfach dieses Drumherum nicht mehr haben. Deswegen trifft man sich einmal nochmal, weißt du, und macht zusammen nochmal eine Performance. Man macht Musik zusammen. Darum geht's. Das Dick ist eigentlich nur so ein Symbol von Überfluss. Eigentlich will man immer nur den Anfang wiederholen. So, ihr macht alles. Es geht hier noch los am Anfang. Ne? Ihr macht hier gerade eure Begrüßung noch zu Ende. Dann gehst du mit dem Intro. Das Intro ist jetzt aber nur halb so lang. Hast du mitgekriegt eben, ne? Ja. Gut. Dann kommst du hier also, im Hintergrund ist noch ein bisschen Begrüßung, kommst nach vorne, ja. Nimmst das Ding rum, tust du, als ob du einschaltest und machst in diese Richtung erstmal die ersten zwei Takte. Ich kann einschalten. Wunderbar. Wenn es dann noch hier einen kleinen Rückkoppler gibt oder so, umso besser. Ja. Nehmen wir alles, haben wir alles dabei. Na? Also am Anfang noch die Begrüßung, dann gehst du ans Mikro und dann geht's direkt, machen wir ein Rockkonzert hier. Wir sind jetzt alles eure Gäste. Achtung, Video ab. Ja. Ton ab. Okay, achte. Klapp. Dicken Performance wäre so. Wir machen dicke Performance. Oder machen wir schlanken. Nee, wir machen die dicke. Probieren, aber es wird immer langsam. Wir können ja nehmen und zum Schluss steht man so. Dann musst du erst geben richtig Olli, Gas und dann schwitzen wie die Schweine, dann kommen die Gas und dann muss man sich mal so kurz ans Auto lehnen. So. Und dann wird das da langsam, da kommt von alleine. Das war Quatsch, weil wir ja lustig genug aussehen. Und jetzt versuchen wir zu tun, als ob es ganz normal ist, dass wir so sind, wie wir sind. Also man kann ruhig dick werden. Man wird automatisch ein bisschen ruhiger, ein bisschen cooler. Und ich verstehe jetzt, also dicke Leute haben ja manchmal so eine Ruhe und so einen Stolz. Kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man das mal so ausprobiert, so faked. Wie weit fahre ich? Kannst du hier so reinfahren? Wenn du hier einmal eine Runde drehst so ein bisschen, dass ich dich nicht nur von hinten habe. Spiele ich mit einer Hand. Hier kommt ja das Solo danach gleich, weißt du? Wie benehme ich mich? Bin ich enthusiastisch, angeekelt, gelangweilt? Eigentlich ist das total autistisch, emotionslos sein. Das spiele ich nur für mich. Ja. Okay. Die Haut kann nicht atmen, weder hier noch da und dann läuft es irgendwo raus. Ich will es auch nicht. Es ist heiß. Die anderen frieren alle, ich schwitze. Mein Gesicht fällt ab, aber es tut überhaupt nichts mehr zur Sache. Könnt ihr mal bitte den Film anstatt uns? Der Film nochmal. Dreh mal bitte um. Wir selbst ab. Ha 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 ha
hallo. Ich bin gar nicht so hässlich, wie ich denke. Hallo. Du, finde ich hier die Rente? Ist gar nicht so schlimm. Aber hier unten ist die sowieso schon ab. Und eins, und zwei, und drei. Hi, hi, wie groß das Ding? Dabei meinst du zwei von mir. Mitte hier. Ich kaputt schneiden. Muss ich. Warum? Hier in Mitte. Ach, komm ich mir nicht so rum? Geht kaputt. Weiß ich auch. So ganz einfach. Ich wollte das mal im Anlecker, bitte. Hast du unten auch gemacht, hinten? Nein. Warum nicht? Jörn wollte nur. Okay. Warum hinten nicht? Das verstehe ich auch nicht. Jörn? Weil sie auf die Kamera zugeht und dann man sieht hinten. Achtung, Kamera. Ja, ich kann nicht mehr lange. Wenn, dann müssen wir jetzt drehen. Nein, das ist nur ein Probelauf. Achso, gut, dann halten wir meine Hand. Probelauf, dass du weißt, irgendwie kannst du damit umgehen. Mach mal hier einen, der mich enthält. Das ist schwer. Okay, gut. Mach aus und streich sie den Bauch ein. Geht das noch? Ja. Das reicht doch schon, das ist eine längere Aussicht. Ich streich jetzt immer unten ein, damit sie weiß, was hinten am Arsch ist.